schon mal ein bisschen machen, wie ich gerade sehe. Der sieht schon ein bisschen besser aus hier. Auf der Seite muss er nochmal. Das sollte eigentlich ausreichen, denke ich. Der Seite nochmal ein bisschen und dann haben wir es eigentlich. Das war's. Sehr gut. So, können wir uns mal für Nummer Uno. Digga! Mal wegsaugen hier. So. So. Ein bisschen Musik. So. Das sieht doch immer ganz gut aus. Das ist das Muster. Ich drucke hier gerade noch die neuen Bausteine. Das sind dann sozusagen der erste Streich. So kommt das dann da rein. Und hier hinten dran damit mit Clou ein bisschen. Aber das ist der Plan. Dann brauchen wir den Widerstand. Ja, das ist der hier. Sprich so rum. Hier ist also die Richtung eigentlich relativ egal, okay. Wir müssen natürlich einmal biegen, ganz vorsichtig. Man darf das natürlich nicht zu oft machen, das bricht sonst. Ungefähr so. Wir müssen natürlich aufpassen, wir müssen natürlich platzsparend arbeiten. Ich mache das jetzt einfach so. Man könnte schon ein bisschen drücken und ziehen. Ich mache das einmal so, dass es ein bisschen unter Spannung ist und nicht sofort rausfliegt. Ungefähr so. Und später wird dann hier das noch verbunden. Jetzt löten wir das erstmal fest. Ja, das will nicht immer ganz halten. Ich habe auch noch nicht das perfekte Arbeitsmaterial, also entschuldige das bitte. Na? Jetzt gucken wir mal. Ja. Das sieht schon ganz gut aus. Perfekt. Sehr gut.
Ja gut, für mich ist es halt sehr gut. Es gibt natürlich wahrscheinlich einen schöneren Weg. Aber mir reicht das so. Aufpassen mit dem ganzen Kabel hier. So. Das Ganze sieht jetzt so aus. So. Schon wesentlich besser. So. Das heißt, der Fuß muss da dran. Und da haben wir jetzt wirklich eine ganz einfache Verbindung, eine Bridge. Das wird wirklich was ganz Einfaches. Ungefähr so. Garantiert geht das besser, Freunde. Ich weiß das, aber probiere das jetzt mal so rum. Einmal so darum. Der muss dann da festlöten. Ich denke, viele schlagen jetzt wahrscheinlich den Kopf übereinander zusammen, aber das wird so schon funktionieren. Einmal hier und dann einmal hier oben, so gut es geht. Jetzt, da will er jetzt wieder nicht. Da will er nicht. Na, was ist da los? So ist schön. Genau. Das ist mittlerweile eine relativ einfache Verbindung. Der 3D-Druck schreitet auch voran, aber ich habe wieder massig Versatz, wie ich sehe. Ich weiß nicht, was der Drucker da für ein Problem hat. Na komm her. Ab damit. Ja, das sieht jetzt relativ einfach aus, was es ja im Prinzip auch ist. Sollte klappen. Und dasselbe machen wir jetzt auch auf der Seite. Langsam rumbiegen. Ich muss natürlich aufpassen, dass man hier nicht
die Drähte miteinander verbinden, weil sonst produzieren wir hier einen Kurzschluss. Und das wollen wir natürlich nicht.